Alles ist machbar, sagt der Nachbar. Ja, wenn der Computer geht. Der Jürgen. Ja. Jürgen. Ja. Wie geht jetzt? Da nur am Gucken. Ja, drauf gepinkelt. Als Kühlung. Verkühlung. Okay, wir starten von oben. Oben? Also die Mails hier. Okay. Wenn ihr frei ist, Stefan, kannst du die Mails ein bisschen leiten, dann zieht ihr hier weiter auf das Plateau. Und die Heavys fahren jetzt bitte mal hier hin. Ne, in die ja, Mitte. Gut. Aber fahrt nicht hier rüber, sondern bleibt ein bisschen mittig mit den Heavys. Damit ihr euch nicht von der Stadt abgefarmt werdet. Dass wir praktisch darüber fahren können. Ne? Jo. Theoretisch. Theoretisch fahren wir rüber, aber praktisch nicht, oder? Wir müssen gucken, was da kommt. Ich baue jetzt den First Spot hier vom EBR und von hier. Lass auch mal hier ruhig mal durchrasen, ne? Damit wir jetzt auch sehen, was los ist. Bisschen weiter rechts halten. Roger, weiter rechts. Mit weiter vor. Soll der EBR in Stadtnähe auch noch die Stadt gucken? Ja, guck mal. So, wir warten hier erstmal. Ich glaube, wir sind zwei gefahren. Wir machen einen krassen Diff hier. Da kommt der LT. Könnt ihr den pushen? Ja, ja, wir machen nicht stehen bleiben damit. Einfach weiterfahren. Einer Stern bleibt stehen da. Dann 907. Mann. Wir fahren ein bisschen vor in den Häusern. Komm, rausziehen. Bisschen vor. Weiter, weiter, okay, weiter. Die machen Dev jetzt. Ziele sind offen. Ziele sind offen. Nutzt die Häuser als Deckung. Wir können sie abfarmen. Guckt auf die HP wie immer. Objekt ist gekettet. Kommt das irgendwie raus? Bleibt rechts. Nicht zu weit links fahren. Lass uns die beiden Conqueror rauspushen hier. Okay, die Heavys, die Heavys ziehen jetzt links hier. General Rick. Wo? Ne, bleibt in der Mitte, nutzt die Häuser. Nutzt die Häuser, wir farmen die erstmal hier. Mates raus mit dem Zeug. Achtung, die kommen jetzt ein bisschen von links. Keine müssen jetzt wirken, sondern Mates helfen da drüben. Wir werden Eckfix mit dem Vorderfeld. Noch ein Stück vor. Wir haben sie böse erwischt. Okay, Heavys. Wir drehen uns um. Jetzt pushen wir die anderen Heavys in der Stadt. Nutzt die Häuser ein bisschen. Fahrt. Nutzt die Häuser. Metz macht die Flanke sauber. So, Repush. Heavys drauf. Drauf, Heavys. Mates ranziehen. Komm, nicht einpennen hier. Ja, ja, fahr schon. Ihr müsst jetzt helfen. Komm, da ist ein One-Shot. 172. Ran. Wir kommen nämlich hier raus. Das 140er kann mal auf den Centurion gehen. Ja, alles klar. Zieht hoch. Hier müssen die Flankschuss. Flankieren. 277, Super Kong, 277. So, und dann fahrt ihr, wenn ihr die gekillt habt, drüber und nehmt die geschlossen raus. Lasst euch nicht vom E4 abfarmen. Ihr fahrt jetzt alle geschlossen hier rüber. So, weiter rüber. 376, Bloody. Rausnehmen mit dem. Raus mit dem. Sauber. So, jetzt den Pack 032 raus. Komm, One-Shot hier. Und dann raus. Ja, komm, raus. Du fährst dann gleich. EBR, du machst keinen Scheiß. Du hältst ihn einfach nur offen da unten, okay? So, Spawn, komm mal ein bisschen ran jetzt. Ja, ich
kann ihn doch rausnehmen. Sehr jetzt. Schön, ja, sehr schön. So, weiter geht's. Jetzt spielt's Super einfach, versucht's runterzuspielen, nehmt den Super Kong noch raus, bleibt ein bisschen tief, dass euch da E4 nicht erwischt. Ich kann ja die Möbel da hinten ein bisschen beschäftigen. Genau, Möbel hat seinen Spaß und jetzt. Ja, lass Möbel spielen ein bisschen da unten. So, jetzt aber nicht einzeln, okay? Lass ihn beim Essen spielen da unten. Lass ihn mal da unten. Gucken, was er macht. So, sehr schön, Jungs. Es hat doch geklappt mit der Taktik, oder? Ja. Lass Möbel mal machen da unten. Ja, lass mal. Lass dich noch ein bisschen Spaß haben, komm. Jawohl, sehr schön. Good job. Ja. Ja, 10 Sekunden und 12. Ne? Das war eine saubere Arbeit von den Mates auch, muss ich sagen. Und wir sind dann auf die Heavys auch drauf, ne? Und haben die Häuser genutzt. Alles gut. Ja, gute Taktik. Ja. Okay, ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Es lag tatsächlich an dem Sync. FreeSync. Der war ein Ding-Story. Wahnsinn, ne? Aber den FreeSync, den nimmt doch eigentlich keiner, oder? Oh, unsere Chieftains haben auch diesmal gut gearbeitet. Ja, FreeSync ist eigentlich von AMD und von NVIDIA.